Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es, wie akquiriere ich richtig auf Social Media meine Neukunden, respektive neue Teampartner. Ich wünsche jetzt viel Spaß in diesem Video. Lass uns gleich loslegen. Let's go! So, wie akquiriere ich jetzt nun Neukunden, respektive neue Teampartner auf Social Media? Indem du eine Beziehung mit deinem Neukunden respektive neuen Teampartner eingehst, indem du quasi Beiträge so schreibst und generierst, indem du neue Teampartner respektive auch neue Kunden für deine Produkte oder Dienstleistungen gewinnst. Und das ist egal, in welcher Branche du bist, du möchtest ja immer wieder neue Kunden haben oder neue irgendwie Teampartner für deinen Business haben, egal ob es im Network Marketing ist oder irgendwo anders da ist. Möchtest du neue Kunden respektive auch neue Teampartner haben? Und wie du das machst, erkläre ich dir anhand eines 5-Schritte-Plans. Diese 5 Schritte sind für dich elementar wichtig. Und der erste Schritt ist der Beziehungsaufbau. Der Beziehungsaufbau zu deinem Neukunden respektive zu deinem Teampartner, Neuteampartner. Vor allem ist es quasi so, quasi du schreibst quasi einen Beitrag auf Facebook, Instagram, LinkedIn und generierst damit schon deine Neukunden oder beziehungsweise dein Team an. Dann hast du ja eigentlich schon einen Kontakt, einen heißen Kontakt, der für dich elementar wichtig ist. Und wie gehst du jetzt vor in diesem Kontakt, wo quasi derjenige dich anschreibt? Dann schreibst du ihn ja natürlich zurück mit der richtigen Ansprache, mit Vor- und Nachnamen. Wenn du quasi Vor- und Nachnamen nicht kennst, dann natürlich mit sehr geehrte Damen und Herren, bla bla bla, und diesen ganzen Gedöns. Und danach kannst du quasi individuell auf jeden Neukunden respektive neuen Teampartner die Bedarfsanalyse mit W-Fragen und Alternativfragen zu ermitteln. Und dieser Punkt, die Bedarfsermittlung, ist elementar wichtig für eine gute Kundenbindung, für einen guten Kundenservice, für einen guten Teampartneraufbau. Es nützt dir nichts, in einem Verkaufsgespräch dein Produkt oder Dienstleistung sofort zu pitchen. Du musst erstmal den Bedarf ermitteln, ob er wirklich für dieses Produkt Bedarf hat. Wenn du quasi dann diesen Bedarf so weit generiert hast und ermittelt hast zu deinem Kunden, Neukunden und zu deinem respektive neuen Teampartner, dann kannst du erst ein Angebot pitchen. Und wenn du quasi dieses Angebot gepitcht hast mit Merkmal, Nutzen und so weiter und der Kunde sagt dann, ich muss es mir noch überlegen oder sowas, das sind alles Einwände. Aber wenn er quasi keine Einwände hat, dann kannst du sofort die Abschlussfrage stellen. Wie wäre es dann mit einem Telefonat oder wie wäre es dann mit einem Zoom-Meeting? Und danach kannst du quasi individuell entweder ihn als neues Teammitglied einarbeiten oder als Neukunde anlegen. Ich habe natürlich hierzu auch noch die 5 Phasen eines Verkaufsgesprächs gemacht, wo du gerne ansehen möchtest. Der Link ist in der Beschreibung zu den 5 Phasen des Verkaufsgesprächs. Wie du dahin agierst und wie du dahin auch auf Social Media einen Bedarf bzw. das so umsetzen kannst. Denn in der Regel
ist Verkauf nichts anderes wie ein Handwerkszeug. Es sind Tools, die das Leben leichter machen. Und ich sage nicht nur, verkauf das Produkt oder deine Dienstleistung, sondern lass dich lieber kaufen. Und da habe ich auch sehr viel schon gelernt, dass ich mich lieber kaufen lasse, statt verkaufen. Und keiner mag verkaufen. Alle wollen verkaufen, aber keiner macht es richtig. Wenn du quasi so das Step-by-Step machst und dich nicht verkaufen tust, sondern gekauft wirst, dann hast du einen großen Punkt dahin. Weil ich habe es mir satt und ich mache es mir leid, diesen ganzen Fake-Kaltakquisen, Sprachnachrichten auf Instagram zu bekommen, mit einfach das Produkt zu pitchen oder das Angebot zu pitchen. Dafür habe ich keine Lust mehr. Damit wird das Verkaufen auch wieder in die Schmuddelecke gezogen. Und ich stehe für das authentische und ehrliche Verkaufen. Und deshalb, wenn du quasi die 5 Phasen des Verkaufsgesprächs richtig machst und wie du dies richtig umsetzt, bist du schon auf einem guten Weg. In dem Sinne, denk mal drüber nach und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, dein Michael.